Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim IFC 24 Karrieremodus mit Fortuna Düsseldorf, Bayern Hansa Fan. Yo, beim letzten Mal haben wir es also gepackt, den Sieg zum Auftakt gegen den FC St. Pauli. Souverän haben wir damit 2:0 gewonnen und weiter geht's in der heutigen Folge gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der Kaltstart, er ist schon mal geglückt. Ihr wisst, wir haben keine Vorbereitung bestritten, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil ich versehentlich statt X Kreis gedrückt habe oder so, statt das Turnier zu bestätigen. Habe ich es irgendwie abgelehnt, ich weiß es nicht mehr, ich kann es mir nicht mehr erklären. Den Fakt können wir jetzt erstmal nicht mehr ändern, leider. Aber was soll's, denn wir gehen rein, wir machen munter weiter. Und an dieser Stelle möchte ich euch natürlich noch danken für den Support in den ersten Folgen. Das ist der Wahnsinn, allein in der letzten Folge schon wieder über 60 Likes. Richtig geil, wenn wir dieses Mal auch wieder die 50 packen würden. Würde mich sehr freuen, denn Likes sind der einfachste Weg, um kleine Creator wie mich zu unterstützen. Würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr weiterhin so am Ball bleibt. Das macht einfach Bock, wenn so eine Resonanz da von euch kommt. Ansonsten immer wieder gerne Sachen reinschreiben, die ich mir angucken soll, wie ich vielleicht besser vorgehen soll. Aktuell läuft es ja nach einem Spiel ganz gut. Mal schauen, wie es in den nächsten Partien aussieht. Ich werde übrigens jetzt mal die Verletzungshäufigkeit anheben, denn ihr wisst, Verletzungen kommen immer mal vor im Fußballgeschäft. Und deswegen will ich das ein bisschen höher schrauben. Dann sind wir einfach mehr dazu gezwungen zu rotieren. Das ist wieder realistisch gesehen ganz gut. Verletzungsschwere gehe ich da allerdings ein bisschen runter. Denn viele kleinere Verletzungen sind ja doch öfter als schwere. Ich will jetzt nicht jede Woche zwei Kreuzbandrisse oder sowas haben. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. So, es geht also wie gesagt gegen die Roten Teufel vom Betzenberg. Gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wir sind auch zu Gast im Fritz-Walter-Stadion. Und wir schauen mal rauf, wie die so spielen werden. Richmond Tachi spielt vor dem Sturm zusammen mit Terence Boyd, Philipp Clement als Spielmacher dahinter, Hanslik und Opoku, eine ex-hanseatische Flügelzange, meine Lieben. Aremu und Raschel auf den Achterpositionen. Tomjak vor der Abwehr. Nee, Quatsch, das zählt zur Dreierkette. Ich habe jetzt Luther als Abwehrspieler gesehen. und Kraus, Elvedi, Tomjak in der Abwehrkette. Luther ist dort der Keeper. Wir können auch noch mal reingucken in den Vorbericht. Da haben wir die Bank auch noch. Achel noch mit dabei. Puchacz, Zuck, Redondo, Nihus, Spahic und Lobinger. Taktikkonzept bei Lautern ist ausgeglichen. Also Standard. Der wichtigste Offensivspieler ist Philipp Clement. Wir sehen es, die ersten fünf Spiele, da haben sie zuletzt unentschieden gespielt zum Auftakt. Wir dürfen also gespannt sein, was uns da jetzt erwartet, gerade auf dem Betzenberg. So, und im Abschlusstraining werden wir uns auch nochmal ein bisschen Boost holen, zumindest den hoffentlich notwendigen Boost, den wir brauchen, um unseren Saisonstart, ja, nicht perfekt zu machen, aber um dem schon mal so einen kleinen Schwung mitzugeben. Und ich entscheide mich diesmal für präzise Flanken. Mal schauen, was dabei dann herumkommt. Also Freistoßflanken und Ecken, wahrscheinlich Standardsituationen, werden hierbei trainiert. Na gut, der erste war jetzt nicht so gut, dachte ich. Aber Vermey ballert das Ding einfach mal rein. Na klar, so kann es gehen. Logisch. Coole Ansicht auf jeden Fall. Der war jetzt aber nicht so gut. Und das hat geklappt. Wir haben am Ende noch einige Dinger verwandelt. Die sahen ganz gut aus zwischenzeitlich. Der Trainingsboost war einer der einfacheren Sorte. Und dann fahren wir die Linie. Never change a winning team. Warum sollten wir nach dem erfolgreichen Liga-Auftakt hier das Team verändern? Das wird unverändert so bleiben. Auch der Kader bleibt komplett unverändert. Ich bin gespannt, was wir hier so abliefern werden auf dem Betze. Allerdings werden wir heute die Simulation wählen, die normale. Mal schauen, da wird sich, denke ich mal, aber nichts verändert haben. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was wir hier erreichen werden, wie unsere Mannschaft drauf ist. Und natürlich können wir dann bei Bedarf eingreifen. Wir kennen das, oder ihr kennt das, aus den vergangenen Jahren. Und die Anfangsphase dominierte bislang der 1. FC Kaiserslautern. Viele Ecken, viele Standards für die Roten Teufel. Bislang auch keine Entlastung für unsere Fortunen. Wenn das so weitergeht, werde ich wahrscheinlich im zweiten Durchgang eingreifen. Lute schon mit der, Quatsch, Lute sage ich schon, Kastenmeier ja schon mit der zweiten Glanztat für unsere Fortunen. Aber der erste vorgetragene Angriff ist erfolgreich. Felix Klaus legt ab für Daniel Ginczek. 35. aus dem absoluten Nichts macht unsere Fortuna das 1:0. Und allein schon diese Statistik, Leute. Lautern die klar beste Mannschaft, aber unsere Fortuna führt. Und da gibt es ja natürlich auch gar keinen Grund dran, irgendwas zu wechseln. Und da ist die Riesenchance für Lautern. Pfostenschuss. Dort und Lautern drückt weiter. Lautern drückt weiter. Jetzt aber ist Entwarnung angesagt. Und wir fahren einen äußerst guten Konter. Da ist die Möglichkeit zum 2:0. Schinter Appelkamp. Wieder aus dem Nichts. Zwei Schüsse, zwei Tore oder was ist das hier?
Einfach unfassbar. Lauter macht das Spiel. Fortuna die Tore. Diese 2-0-Führung ist absolut schmeichelhaft, muss ich sagen. Jetzt ist Zeit zum Wechseln. So, gleich mal 3 durchgezogen. Tanaka, Ioha und Vermey sind drin. Und da ist das erste Gegentor der Saison. Terence Boyd bringt den FCK hier nochmal heran. Aber noch ist alles gut. Mal schauen, wie sie sich noch einfügen. Nach einer Ecke sind wir also erstmals geschlagen. Nachspielzeit läuft jetzt. Kriegen wir das Ding hier über die Zeit gebracht. Lauter nochmal Boyd und dann ist Kastenmeier da. Letzten Wechsel haben wir jetzt auch nochmal durchgezogen. Da kommt der Ball reingesegelt. Lute ist mit vorne und wir gewinnen das Ding. Unfassbar, diese Statistik. Eine Chance hatten wir nur. 2 Tore. 2-10 Schüsse. 35-65 Ballbesitz. Unfassbar, was wir hier für einen Duselsieg eingefahren haben. Aber so geht's eben manchmal. Und jetzt kommt der DFB-Pokal. Wir spielen gegen Drittligist Verl zu Hause in der Merkur-Spielarena. Ah, das finde ich mal ein bisschen schade in FIFA, dass man da wirklich diesen Heimvorteil nicht ausgleichen kann. Beziehungsweise, dass man denn die Heimmannschaft, dass die unterklassige Mannschaft nicht zu Hause spielt. Schade, dass man das in FIFA nicht hinbekommt. Aber das Spiel wird man natürlich wieder komplett selber spielen. Nichtsdestotrotz, Top-Auftakt bisher, 2 Siege aus 2 Spielen. Jetzt geht's im Pokal, eine Pflichtaufgabe zu erfüllen. Und diese Nachricht lese ich absolut gerne. Hansa schlägt Rivalen St. Pauli. Super. St. Pauli haben also mit 4 Stand in die Saison gestartet. Und der erste Jungscout-Bericht ist da. Und wir haben mit Dominik Lindner wahrscheinlich ein richtig gutes Juwel gefunden. Hat eine 94er Potenzial. 17 Jahre jung. Ganz, ganz interessanter Mann. Ich werde auf jeden Fall zur Fußballschule hinzugefügt. Und hier ist er, Dominik Lindner. Hat bereits jetzt eine 63. Damit haben wir also wirklich einen sehr, sehr guten geholt. Beziehungsweise entdeckt. Erinnert mich gleich an einen alten Fortuna, nämlich Michael Lindl, ne? Der war da auch mal bei Fortuna. Auch kann vielleicht in seine Fußstapfen treten, Nachfolger von ihm werden. Auf jeden Fall ein richtig guter Jugendspiel, den wir hier erwischt haben. Das könnte der neue André Schäfer werden in dieser Karriere. Hier sind seine Werte. Ihr könnt ja mal mitteilen, ob der vielleicht sogar noch Potenzial hat auf anderen Positionen, was er sonst noch so umtrainieren könnte. Ich gehe das mal ganz kurz durch. Außenspieler, 14 Wochen, Mittelstürmer, rechter Flügel. Da würde er bloß 2 Wochen für brauchen. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare, was ihr meint. Ich würde ihn erstmal auf ZOM belassen. Finde ich gar nicht schlecht. Jetzt haben wir übrigens alle Jugendspieler auch mit einem Trainingsplan ausgestattet. Oder Entwicklungsplan heißt es ja so schön. Der hier ist zum Beispiel komplett anders eingestellt. Ein MS. Aber defensives Mittelfeld, Innenverteidiger, Außenverteidiger braucht er alles nur 4 Wochen. Den werde ich auf jeden Fall zum Defensiven umformen, weil seine Defensivwerte dann doch irgendwo besser sind als die für die Offensive. Und dann geht's in den DFB-Pokal. Das ist der SC Verl mit Luca Unbehauen vom BVB jetzt im Tor. Stöcker, Gruber, Mikic, Knost, Benger, Korbos, Melem, Kubovic, Friedrich, Wosch. Das ist die Startformation. Wir gucken uns gerne mal den Vorbericht an. Sie spielen mit einem 4-3-3 halten. Die Bank auch noch ganz, ja gut, was heißt ganz gut besetzt? Also ich kenne die jetzt alle nicht. Kammerbauer sagt mir was. Oschowski oder Ochowski sagt mir auch noch was. Ansonsten spielen sie auch ausgeglichen. Melem ist ein wichtiger Defensivakteur. Ansonsten ist es natürlich absolute Pflichtaufgabe für uns, das zu gewinnen. Wir gucken auf die Statistik. Die haben bisher im Pokal noch kein Spiel absolviert, logischerweise. Leider können wir die Statistik von der dritten Liga nicht erkennen. Das wäre genau der richtige Zeitpunkt gewesen, wo man die dritte Liga, die Statistik einbauen könnte. Schade, EA, wieder eine Chance vertan. Und für den Trainingsboost holen wir uns ein bisschen Passspiel, nämlich die heiße Kartoffel, um unseren eventuellen Mittelfeldspieler nochmal einen kleinen Boost zu begeben. Die Übung kennen wir noch sehr gut aus der letzten Saison. Vor 2 Jahren bei FIFA 22 hieß es noch extrem heiße Kartoffel. Seit letztem Jahr ist es nur noch die normale heiße Kartoffel. So, jetzt ist auch hier ein Gegenspieler mit am Start und da verkacken wir gleich und damit ist die Übung komplett vorbei. Ja, super. Okay, jetzt sind 2 Mitspieler schon am Start. Ich bin schon weitergekommen und jetzt habe ich es verkackt. Sobald ich hier irgendwie einen Kommentar loslasse. Oh. Oh, und da merkt man halt tatsächlich, wie schwer doch das Passspiel die EFC 24 ist. Denn sobald da irgendwie ein Gegenspieler mit dazukommt, ich passe den so oft den Ball in die Füße. Ich weiß nicht, ob es wirklich daran liegt, dass ich zu doof bin oder dass das Passspiel einfach extrem eklig ist. So, und wir rotieren ein bisschen durch im DFB-Pokal. Ihr kennt das von mir. Und natürlich ist es auch realistisch, dass man da mal anderen Leuten ein paar Chancen gibt. Klar, Drittligist ist nicht zu unterschätzen, definitiv. Aber ich glaube, auch diese Mannschaft muss es packen. Wir haben Siebert in die Abwehr gestellt, Tanaka auf die 6, Johannesson spielt, Ioha rechts, vorne drin Vermey. Es sind eigentlich alles die Spieler, die dicht dran sind. Natürlich auf der Bank noch ein paar andere, mit Uchino zum Beispiel, mit Nimic, mit Bunk und Nimchiki im Kasten von uns. Auch ein, ja doch relativ junger Keeper mit 24 Jahren. Auf geht's! Wie angekündigt, DFB-Pokal wird selbst gespielt. Wir hören die Pokalhymne.
Immer eine geile Atmosphäre. DFB-Pokal, jetzt Ende Oktober, es ist ja auch bald wieder soweit mit der zweiten Runde. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen Düsseldorf in der Realität ran muss. Sind die noch drin? Tut mir leid, wenn ich das gerade nicht aus dem FF weiß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wen ihr so verfolgt, welchen Verein und was ihr glaubt, ob er weit kommt im Pokal. Oder seid ihr leider auch schon raus? Wir schauen. Wir spielen daheim auf einen schönen Nachmittag gegen den SC Verl. Trikots zum Glück richtig. Hatte schon Angst, ich hab's verkackt. Oh, tolle Flanke und der muss rein. Ioha mit einer riesigen Kopfballchance. Tolle Flanke von Gavori. Anfangsphase ein bisschen safe für uns. Perl hat da ein bisschen das Spielgeschehen übernommen, aber auch keine wirkliche Chance gehabt. Jetzt hatten wir die erste richtig dicke Möglichkeit der Partie. Und den machen wir nicht rein, um Gottes Willen. Und da ist das Tor für den SC Perl. 1:0 in der 29. Minute. Wir kriegen den Ball nicht weg. Und dann ist es passiert. Zu zögerlich gehen wir da rauf. Und dann ist es 25 Zimmermann, glaube ich, der da nicht energisch genug rangeht. Hier. Und den legt da wunderbar in die lange Ecke mit Hilfe des Pfostens rein. Eieiei, der Außenseiter führt in Düsseldorf. Das ist bitter. Oh nein, und da kommt sie immer zu spät. Da kommt sie immer zu spät. Und sieht die gelbe Karte. Es gibt Elfmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Der war klar im Strafraum. Jamil Siebert. Hier haben wir es. Ja, das ist ein klarer Elfer. Ach du Heilige. Oh, das kannst du dir nicht vorstellen. Was für ein katastrophaler Auftakt in dieses DFB-Pokalspiel. Der SC Verl mit der Chance zum 2:0. Friedrich Geger nimmt Schicki, dem Schicki hält. Jawohl, wichtig. Aber es geht weiter. Stöcker. Chollis ist da. Stöcker setzt sich durch. Und dann ist die Chance erstmal dahin. Melem. Korbos. Korbos! Das gibt's doch gar nicht. Da ist Korbos wieder. Nimmt Schicki. Hält Fortuna hier im Spiel. Das kannst du dir nicht vorstellen. Chollis ist auch noch verletzt. Macht aber weiter. Jetzt vielleicht die Kontergelegenheit. Johannesson. Schickt da Vincent Vermey ins Laufduell mit Knorst. Vermey setzt sich super durch. Vincent Vermey aber allein auf weiter Flur. Immer noch Vermey. Und dann ist die Chance dahin, weil keiner nachrückt. Was ist denn los bei der Fortuna? Und dann ist Pause. Wir kriegen es nicht hin, ein einfaches Offensivspiel aufzuziehen. Das sieht gar nicht gut aus bei der Fortuna bislang. Glücklicherweise steht es nur 1:0. So, das ist der zweite Durchgang. Wir haben zweimal gewechselt. Der angeschlagene Zollis ist raus. Es ist Klaus drin. Und in der Abwehr mussten wir Siebert runternehmen, der gelb vorbelastet überhaupt nicht mehr gut aussah. Und für ihn ist jetzt Tim Oberdorf drin, Bruder der Nationalspielerin. Oh Gott, hab ich so vergessen. Lena Oberdorf, ne? Ich bin schlecht, Leute. Vermey steckt jetzt mal wunderbar durch auf Felix Klaus, der ein bisschen Platz da hat und in den Strafraum ziehen kann. Felix Klaus, kommt da jemand in der Mitte? Da kommt jemand! Unbehauen mit einer Glanztat. Ioha! Das ist jetzt Johannesson abgefälscht, gibt die Ecke, immerhin. Jetzt Johannesson im Strafraum, da ist Vincent Vermey und wieder unbehauen mit einer absoluten Glanzer, das gibt's doch gar nicht. Jetzt lassen wir auch noch Chancen liegen, Joscha Wosch sieht gelb nach dem Foul im Mittelfeld nachträglich. Die Ecke ist gut und der Ball ist drin. 65. der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit jetzt durchaus verdient. Nummer 19, Ioha muss es sein. Ich habe die Nummer noch nicht ganz drauf für unsere Fortuna. Aber wunderbare Ecke von Gavori. Und dann ist es Ioha, der diesmal mit dem Kopf zur Stelle ist. Nicht so wie in der ersten Halbzeit, wo er das Ding weit vorbeiköpft. Hier läuft er super ein. Und dann ist ein bisschen Glück natürlich dabei. Komm, nehmen wir mit. Unglücklich springt der Ball da durch, unbehauen und dann noch vom Abwehrspieler auf der Linie, über die Linie. Egal, nehmen wir mit, 1:1. Und jetzt hat Felix Klaus mal wieder ganz viel Platz da. Felix Klaus zieht in die Mitte, Klaus. Vermey bietet sich nicht wirklich an, da ist Ioha wieder.
Emanuel Joha, jetzt Gavori mit der Flanke, Möglichkeit am Langpfosten, ist aber keiner. Joha auf Vermey, super gespielt, Vincent Vermey zieht aus der Distanz ab. Hätte er vielleicht noch ein Stück gehen können, wenn nicht sogar müssen. Und wir bringen einen frischen Stürmer. Jonah Nimic kommt für Vincent Vermey rein. Vermey etwas unglücklich, wartet auf seinen ersten Saisontreffer. Mal schauen, was der junge Nimic macht. Ginczek heute nicht im Kader. Jetzt Lukoc für Fergavori ist zur Stelle. Zum Glück Joa mit dem Ballverlust. Korbos. Korbos. Kaut sauber abgelaufen. Und jetzt läuft der Gegenangriff. 85. Minute. Jetzt wird es langsam Zeit, um das Spiel endgültig zu drehen. Kein Bock auf Verlängerung, würde ich sagen. Schinter Appelkamp hat ganz viel Zeit und Platz. Appelkamp legt ihn quer. Nimic. Ja! So muss man den Konter ausspielen. Genau so. Wichtig, hier nicht in die Verlängerung gehen zu müssen. Diesen Konter haben wir herrlich ausgespielt. Fer hat alles auf eine Karte gesetzt, um hier noch die Überraschung zu packen. Appelkamp hat die Übersicht für Nimic. Und er muss nur einschieben. Im Mittelstürmermanier ist er auf jeden Fall mitgelaufen. Alles richtig gemacht. Und das war's. Wir ziehen in die nächste Runde des DFB-Pokals ein. Fortuna Düsseldorf schlägt den Drittligisten SC Verl. Ja, doch irgendwo glücklich mit 2:1. Die haben auf jeden Fall eine super erste Halbzeit gespielt, die Verler. Wir konnten uns glücklich schätzen, dass wir nicht schon 0:2 zurücklagen zur Pause. Dank Nimčeki in unserem Kasten, der den Elfmeter pariert hatte. Und Jonah Nimic ist es, der am Ende den Siegtreffer herstellte nach einer wunderschönen Vorarbeit von Schinter Appelkamp. Puh, einmal durchatmen bitte. So, Spielnachlese. Christos Zollis hat sich eine Schulterprellung zugezogen nach einem Kopfballduell. Wird 5 Tage nur ausfallen. Wichtig, aber so eine kleine Verletzung meine ich nämlich. Und das kann auch schon so eine gewisse Aufstellung beeinflussen. Denn wenn man realistisch spielt natürlich, klar, man fällt 5 Tage aus. Wenn man 5 Tage nicht trainiert, heißt man hat nur 2 Tage eventuell trainiert. Dann ist es nie eine Garantie, dass man auch wieder in der Startelf steht. Von daher finde ich so eine kleine Verletzung wie 3-5 Tage auch mal wichtig. Wenn jemand eine volle Trainingswoche nicht mitgemacht hat, dann ist es, dann steht er garantiert. Also nicht, dann hat er bestimmt keine Garantie, in der Startelf zu stehen. Ich glaube, das habe ich mich wiederholt, ne? Aber egal, wieder mal wisst ihr, glaube ich, was ich meine. So eine kleinen Anekdoten, so eine kleinen Details, so was Kleines, Authentisches, mag ich einfach an den Karrieren. Und man hat damit natürlich auch guten Grund, dann halt mal zu rotieren. Sonst hat man immer, ja gut, der ist wieder fit, stellt man wieder auf. Ist ja langweilig, ist ja langweilig. Bringt ja wirklich null Authentizität in eine Karriere rein. Dann bin ich auch innerhalb von 2 Wochen ganz, ganz oben. Und das soll es ja nicht sein. Nächstes Spiel im Übrigen geht es gegen Wien Wiesbaden zu Hause. Und auch die sind perfekt in die Saison gestartet als Aufsteiger mit 6 Punkten. Das wird ein harter Brocken. Den gibt es dann aber in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, schon am Anfang der Folge einen Daumen nach oben geben würdet. 50 Stück wären wieder hammergeil, Leute. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und nichts verpassen wollt. Würde mich auch sehr darüber freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.